Ah! Monas! Du hier? Nicht in Hollywood? Freunde, es gibt Traditionen. Die sind wichtig. Und manchen Traditionen muss man treu bleiben. Ja, auch mal, muss ich hier auch mal öffentliche Kritik an Lionel Messi üben. Bis jetzt die bisherigen Leistungen bei Paris Saint-Germain gefallen mir nicht. Kostet 4,6 Millionen Coins. Findet hier leider nur einen Platz auf der Bank. Das tut mir leid. Vamos, wir gehen rein. Erstes Spiel mit Lewandowski und Mbappé. Vamos, Freunde. Erstes Spiel mit Lewandowski und Mbappé. Ich bin gespannt. Ja, perfekt. EA-Server funktioniert nicht. Ist ja mal was ganz Neues. Messi in Rot. Weißt du, was unglücklich ist? Wenn du Messi in Rot hast und denkst, du bist der Ficker auf dem Platz. Und dann kommt ein Typ auf der anderen Leitung und hat ein Team of the Year Messi auf der Bank. Ja, wir können eine Wette machen, ob Lewandowski trifft. Never mind, doch keine Wette. Er braucht eine Minute. Ey, Lewandowski, bester Mann. Lewandowski, der allerbeste. Pay to win. Pay to win. Lul. Wen haben wir hier noch so rumlaufen? Wir machen eine Wette, ob Mbappé trifft, Chat. Macht Mbappé ein Tor. Macht Mbappé ein Tor. Gute Wette. Boah, Digga, wie geil die Server gerade sind. Das läuft so flüssig. Ah, Real Talk jetzt. Boah, ich sag euch ehrlich, erster Eindruck aber von Lewandowski. Geisteskrankes Upgrade, was Schnelligkeit und so angeht, ne? Ich sag dir ehrlich, 94er Messi, assi cringe, ne? Auscashen. Auscashen. Lol. Ja gut. Pay to win ist da. Alter, also die sind ja beide komplett gestört. Wir machen mal dem Spiel jetzt mal keine Wette, Chat. Das Spiel ist jetzt mal wettfrei. Wir sind ja auch nicht süchtig. Puh. Oh oh. Oh oh. Bild, da wollte er safe nicht hin. Hat das Spiel eben richtige Passkorrektur reingedrückt, sage ich euch. Ja, Chat ist doch gut. 31er Spam. Ich mache hier seit 7 Stunden durchgängig Wetten. Gewöhnt euch mal ab, so toxisch immer zu sein mit euren Wetten. Real talk jetzt, Chat. Das nervt ein bisschen. Mbappé macht ein Tor. Zap, zap, ab. Ist doch all good. Mein Gott. Lewandowski, Junge. Das Movement von dem ist ja geistig. Hilfe, wie schnell Lewandowski ist, Chat. Geisteskrank. Nein, Chat, hört mal ehrlich jetzt auf. Weißt du, wir können nicht immer eine Wette machen. Ohne Witz. Ab und zu ist ja okay, so. Aber immer direkt von der einen Wette in die anderen. Chat, seid mal ehrlich, bisschen chillen mal. Muss ja auch noch was Besonderes bleiben. Wenn wir jetzt für jeden Scheiß mittlerweile eine Wette machen, dann ist auch irgendwann nichts Besonderes mehr. Dann wird es auch kacke, dann verliert es seinen Charme. So zu Lightning Rounds kann man das mal machen, mal für ein Weekend League Game. Aber wenn wir das jetzt bei jedem Scheiß machen, dann wird es auch irgendwann zu viel. Und wenn es im Chat dann nur noch um Wetten geht, ist auch kacke. Lass uns das für besondere Sachen aufbewahren. Sonst werden Wetten irgendwann auch langweilig. Dann kommt halt nur noch, ja, ich gehe jetzt in Weekend League Game. Ja, wir machen eine Wette. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein geiles Feature. Wir müssen uns das bisschen besonders halten. Frankie? Boah, das ist halt so krass, ne? Ohne Witz, achtet mal bitte auf den Lewandowski-Chat. Wie schnell der sich bewegt. Man merkt das Tempo- und Beweglichkeits-Upgrade so krass, ne? Das ist echt heftig. Oh, gut gespielt vom Gegner. Stark gespielt von ihm. Sag ich euch ehrlich. Also Mbappé ist auch richtig böse. Holy shit. Und jetzt geh mal Kilian. Ja, Junge. 99 Pace. Genau das will ich sehen. Boah. Die sind so schnell, diese Spieler. Also ich sag's euch ehrlich, Chat. Ohne Witz. Das ist einfach wirklich pay to win. Also diese Karten sind einfach wirklich pay to win. Das ist halt ehrlich ein Hack einfach. Guck ich das mal an. Schnell die Skills auch machen. Hilfe. Der ist es pay to win, Chat. Sag ich euch ehrlich. Wenn ich aus so einer Distanz jetzt noch das hinkriegen würde, ein grünes Time Finish zu treffen, das wäre einfach ein Tor, ne? Oh, ich wollte unbedingt klopfen. Aua. Abseits. Ich habe verkackt. Aua.
Nein! Autsch. Das tut weh. Auch wenn Lever den Ball verliert, ne? Diese Bewegung von denen, ich komme darauf nicht klar. Die Spieler spielen sich wirklich zu schnell. Ich sag's euch so, wie es ist. Das ist wirklich so, als würdest du einen anderen FIFA-Teil spielen. Es fühlt sich an wie FIFA 12 oder FIFA 13, wo es keine Zwischenanimationen gab, wo du einfach nur rennen musstest. Bloß geht die Toti-Verteidiger so nötig. Real Talk. Und den Toti-Keeper bitte auch noch. So, Messi Toti gibt sein Debüt auf der 10. Macht Messi Toti ein Tor. Da habt ihr eure Wette. Mods, yalla. Trifft Messi bei seinem Debüt. Aber nur eine Halbzeit haben wir Zeit. Yalla. Erst ein Druck von Lever, geisteskranke Bewegung. Super schnell, super agil. Alles, was die normale Goldkarte nicht kann. Halt Schnelligkeit, Beweglichkeit, Baba-mäßig. Schuss konnte ich jetzt noch nicht so heftig ausprobieren. Der eine Lupfer war halt böse, ne? Ich wollte es mal probieren. Okay, was sagt die Wette? Oh, 1,6 Millionen Brösels auf Ja gerade. 300.000 auf Nein. Okay. Lol. Bit. Kilian, vamos. Messi. Okay, ich muss mit Messi auch auf ein Safe-Tor gehen, aber ich versuche so ein bisschen seine Longshots auszuprobieren. Gucken, was er da so kann. Boah, Messis Dribbling, Alter. Boah, Digga. Wie heftig ist denn Messi? Hat mir auch Lever geholt. Absolut geistkrank. Man merkt das Upgrade viel mehr als das. Ja, heftig, ne? Finde ich auch. Und ich habe Lever letztes Jahr echt viel gespielt und der hat sich echt nicht wie eine tote Karte angefühlt. Tschüss, Messi. Tschüss. Was ist das für Pay to Win? Ja, okay, die Schüsse sind lost. Lewandowski. Grünes Time Finish, Lewandowski in die lange Ecke. Gar kein Problem. Oh, das war scheiße verteidigt. Ja. Ankara, Messi, Messi, Messi! Messi, Messi, Messi! Nein, ist der Falsche. Da muss Messi stehen. Nein! Ey, es tut mir leid, Chat, ich habe alles versucht mit Messi. Ich hatte 200%ige mit dem, es tut richtig weh. Messi so ein 31er. Hey, aber sein Abschluss ehrlich nicht so geil gewesen. Also bis jetzt, Messis Schuss, kann auch sein, dass es an mir lag. Aber da waren zwei dabei, sage ich dir ehrlich, hätte er machen können.